So, ich möchte hier jetzt nochmal die Zusammenhänge zwischen pH, pOH und den anderen Konzentrationen, die ich benötige, beziehungsweise aus denen ich pH und pOH berechnen kann, erläutern. Für die Grundlage, Berechnung zum Beispiel des pH-Wertes aus der Konzentration der H3O+-Ionen, brauchen wir ja eine Formel. Das war die, die ihr auf jeden Fall auswendig wissen solltet. pH ist gleich minus der 10er-Logarithmus von der Konzentration der H3O+-Ionen. So, und das halte ich hier fest an dem Pfeil von der Konzentration zum pH-Wert, indem ich da schreibe minus LG von x, wobei das x eben die Zahl, die gegeben ist. Wenn ich von unten nach oben rechne, dann habe ich also das gegeben, und wenn ich das dann hier einsetze, bekomme ich den pH-Wert. Umgekehrt, um die Konzentration der H3O+-Ionen aus dem pH-Wert zu berechnen, müsste ich diese Gleichung umformen, und dann bekäme ich dann CH3O+ ist gleich 10 hoch, Umkehrung vom Logarithmus, minus pH. Das Ganze ist jetzt ein bisschen ungenau, weil eigentlich müsste ich zum Beispiel beim Logarithmus hier dafür sorgen, dass da keine Einheit mehr drin enthalten ist. Und die Konzentration hat ja die Einheit Mol pro Liter. Wir sehen mal darüber hinweg und gehen davon aus, dass wir eben die Konzentration dann richtig entsprechend einsetzen. So, dann hätte ich hier umgekehrt die Rechnung von pH zur Konzentration, 10 hoch minus x. Ne? pH wird gegeben, ist der Wert x, und dann kriege ich das hier. Das funktioniert beim pOH-Wert ja ganz genauso. Der Unterschied ist, es hängt eben von der Konzentration der OH-Ionen ab. Aber von pOH zu Konzentration OH- habe ich 10 hoch minus x und hier auch wieder minus LGx. So, jetzt gehen wir mal auf diese Beziehung ein. Die Konzentration der H3O+-Ionen und die Konzentration der Säure. Da gibt es die Möglichkeit, dass es eben nicht immer identisch ist. Wir erinnern uns dran, wenn ich zum Beispiel Schwefelsäure habe, oder fangen wir doch erstmal mit der Salzsäure an. Also die Salzsäure, HCl, die kann ja zerlegt werden in ein H+ und Cl-. Umgekehrt bei der Schwefelsäure, H2SO4, kriege ich 2H+ und das SO4 2-Anion. So, das heißt, es gibt eben den Zusammenhang, dass die Konzentration der Säure und die Konzentration der H3-Plus-Ionen nicht immer identisch ist. Und im Allgemeinen ist es so, dass ich einfach multiplizieren muss. Nehmen wir mal an, ich habe eine Konzentration von 1 Mol pro Liter Salzsäure, dann kriege ich auch 1 Mol pro Liter H3O+-Ion, also wegen diesem H+ hier raus. Hier allerdings verdoppelt sich die Konzentration, denn eine Konzentration von 1 Mol pro Liter führt zu 2 Mol, weil 2 Teilchen, H+, also auch H3O+. Das heißt, ich habe hier hin und wieder Faktoren, die ich verwenden muss. Zum Beispiel, nehmen wir mal eine andere Farbe. Hier habe ich den Faktor 1. Hier habe ich den Faktor 2. Und dann gibt es noch andere Beispiele, wie zum Beispiel, wo man ein bisschen drauf achten muss. Da haben wir die Essigsäure, die hat den Faktor 1, auch wenn hier mehr H's stehen, aber nur das ist das eine H, was abgespalten werden kann. Und hier sind die H's und das ist das eine H, das abgespalten werden kann. Also es hängt immer davon ab, welches H und natürlich eben wie viele abgespalten werden können. Dann habe ich von hier unten nach hier oben mal x, also hier bei HCl mal 1, bei H2SO4 mal 2,
bei Ameisensäure mal 1. Wobei das Problem hier bei der Ameisensäure ist, dass das eine nicht so starke Säure ist. Aber mir ging es jetzt mehr hier ums Prinzip. Und umgekehrt, von der Konzentration auf die Säure muss ich eben eventuell geteilt rechnen. So, das Gleiche gilt auch von der Konzentration der lauren Base zu der Konzentration der OH-Ion. Auch hier kann ich entweder mal rechnen, beziehungsweise geteilt, oder da fehlt das x, wobei das eben dann auch wieder abhängt von der Lauge oder der Base. Nehmen wir mal ein Beispiel: CaOH zweimal. Hier ist es ja so, dass ich 2 OH minus abspalten kann. Und dementsprechend habe ich hier, wenn die Konzentration gegeben ist, muss ich mal 2 rechnen. Also habe ich hier den Faktor 2. Bei der Natronlauge wäre es einfacher. Na, wenn ich zum Beispiel die Natronlauge habe, NaOH, dann kann ich eigentlich die Klammern auch weglassen. Da hätte ich eine 1. Ich habe, nehmen wir noch ein weiteres Beispiel für eine Base, den Ammoniak. So, also hier, da ist ja eine 1 dran, also habe ich hier, ne, geht irgendwie nicht. So, jetzt aber, oder? Immer noch nicht. Jetzt. So, da steht es nicht dran. Das ist ja quasi die 1. So, Ammoniak. Da muss man ein bisschen aufpassen. Ich habe zwar hier 3 Hs, aber es geht ja hier nicht um eine Säure, sondern ich bin ja hier bei einer Base. Und der Ammoniak, das schreiben wir nochmal dazu, der reagiert ja mit Wasser, beziehungsweise nimmt H+ auf und bildet dann diese Ammoniumion 4+. So. Na4+. Das heißt, ich habe eben hier den Faktor 1, weil ich eben nur ein H+ habe, was aufgenommen werden kann. Deshalb ist also hier auch der Faktor 1. So, das ist, wie ihr seht, eigentlich ziemlich identisch. Das heißt, man muss eigentlich nur eine Seite lernen. Und im Prinzip braucht man eigentlich auch nur jeweils eine Formel, nämlich minus LgX, und das Gegenteil könnte man sich mit entsprechenden Mathematikkenntnissen auch direkt herleiten, und hier ist es eben normal oder geteilt, was zu beachten ist. Also insofern zum Beispiel hier spielt es auf jeden Fall eine Rolle, was für eine Säure es hat, und man sollte vielleicht die Säure sich auch aufschreiben und eventuell auch so eine Dissoziationsgleichung, also was beim Zerlegen dieses Säuremoleküls passiert, das sollte man sich mal aufschreiben. So, ich hoffe, dass ist jetzt soweit klar. So, da ist mir ja noch eingefallen, ich habe noch eine Kleinigkeit vergessen. Wir haben ja noch die Beziehung hier oben, nämlich dass pH plus pOH gleich 14 ist. Das kann ich natürlich auch gebrauchen, wenn ich zum Beispiel von hier der Konzentration der H3+-Ionen auf Konzentration der Lauge oder Base rechnen will. Dann muss ich ja hier oben rumgehen. Diese Beziehung ist eigentlich so einfach, sodass man euch zutrauen sollte, dass ihr das auch umrechnen könnt. Aber letztendlich ist es ja immer eine Formel von dem einen auf dem anderen, und zwar in beide Richtungen, dass ich 14 minus x rechnen muss. Also pH2 führt zu einem pOH-Wert 14 minus 2, also 12. Und umgekehrt, pOH gleich 5 führt zu einem pH-Wert von 14 minus 5, also 9.